Hallo, heute habe ich wieder ein paar Übungen für euch mitgebracht, hauptsächlich für den Oberkörper. Und zwar fangen wir gleich an, indem wir marschieren. Die Arme nehmen wir ein bisschen mit, dann machen wir uns schon mal ein bisschen warm und dann stellen wir die Beine wieder ab. Dann machen wir uns ganz rund, nach vorne ganz rund machen, Arme nach vorne strecken. Und jetzt machen wir uns erstmal wieder ganz gerade. Jetzt gehen wir mit dem Oberkörper ein Stück nach hinten. Der Kopf ist in Verlängerung von der Wirbelsäule. Wer sich festhalten muss, der kann sich hier auch ein bisschen abstützen. Aber besser ist es natürlich, ihr macht es so, dass ihr euch ohne Abstützen nach hinten bewegt. Rücken bleibt ganz gerade, Schultern hinten unten. Und so kräftigen wir hier die Muskulatur im Bereich der Lendenwirbelsäule. Wieder zurück. Wir marschieren wieder. Das Ganze wiederholen wir dreimal. Dann haben wir auch was bisschen von Kreislauf getan. So, abstellen. Wieder ganz rund machen. Kopf mit runternehmen, zwischen die Arme. Rund machen, halten. Ruhig weiteratmen, beim Rundmachen ausatmen und wieder einatmen und hoch. Ganz gerade, Rücken gerade, Schultern hinten und ein Stück nach hinten. Kopf geht mit, ein Stück. So, dann merkt ihr hier die Spannung in den Oberschenkel. Auch hier in der Leiste. Und wieder vor. Bevor wir zur nächsten Übung kommen, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Viele sagen ja oft so, ja, sie sind so fit oder du bist so fit. Mit meisten hier bin ich per Du. Und dann sage ich, ja, das täuscht, aber ich hatte ganz, ganz heftige Impfnebenwirkungen. Ich war 2 Jahre sehr krank. Das war auch der Grund, warum ich dann die Gymnastik hier angefangen habe, weil mir alles viel zu schnell war. Ich wollte wieder ein bisschen aufbauen und ich habe mir meine Geschichte niedergeschrieben. Das Buch heißt Impfung und Illusion und ist nicht gedacht als Buch, so nach dem Motto, ach ich arme, ich habe da dies und jenes gehabt, sondern es ist gedacht als Mutmachbuch, dass andere Betroffene, die krank sind, egal ob es jetzt Impfschäden oder sonstige Krankheiten sind, dass man nie aufgeben soll, dass man immer an sich arbeiten soll, alles für seine Gesundheit tun soll, soweit es machbar ist. Und in dem Sinne habe ich gedacht, ich gebe den ganzen vielen Betroffenen, die nach der Impfung krank geworden sind, eine Stimme und erzähle mal ein Einzelschicksal. Genau, und ja, ich bin froh, dass ich das Gröbste überstanden habe, aber wie gesagt, gesund werde ich nicht mehr. Die Lunge ist angegriffen, die Beine sind immer entzündet und das wird nie mehr, wahrscheinlich auch nie mehr wirklich gut. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ihr seht, ich lebe trotzdem und ich mache trotzdem für euch die Übungen und ich mache sie gerne und sie tun mir ja auch gut. Den Link zu dem Buch findet ihr in der Videobeschreibung. So, wir machen jetzt weiter. Genug gequatscht. Und zwar machen wir die Seitdehnung. Arm hoch. Zur Seite das Becken in die Gegenrichtung schieben. Da dürft ihr ruhig ein bisschen rüber. Das ist gut für die Lendenwirbelsäule, da wird die beweglich. Halten, wieder hinsetzen, Arm runter. Andere Seite, Arm hoch. Und dann rüber und das Becken ein Stück anheben. Auf die andere Seite rüberschieben und wieder runter, Arm hoch, zur Seite, Becken anheben ein Stück, da wird hier die ganze Dehnung nochmal verstärkt, Becken wieder runter und Arm auch runter, rechter Arm wieder hoch. Für euch egal, ob rechts oder links, fangt so an, wie es für euch passt. Leichte Seitdehnung, Becken anheben. Halten und wieder absetzen.
noch einmal einen Durchgang machen wir noch. Seit Becken anheben und wieder Becken runter, Arm runter. Andere Arm nochmal ganz hoch strecken, dann zur Seite dehnen und das Becken geht mit in die andere Richtung. Stück hochheben, genau halten, kräftig hier schön unsere Oberarme und auch die Schultern. So, dann lockern wir uns aus und dann noch eine Übung für den Oberkörper. Wir nehmen die Arme zur Seite, drücken die ganz fest nach hinten, sodass sich die Schulterblätter küssen und sitzen ganz gerade, Schultern hinten, unten. Dann nehmen wir die Arme vor die Brust, machen uns ganz rund im Lendenwirbelbereich, halten diese Position, richten uns wieder auf und jetzt schlenkern wir mit den Armen ganz entspannt vor und zurück. Das Ganze machen wir jetzt auch noch zweimal. Arme hoch, 90 Grad Winkel, ganz fest nach hinten drücken. Die Schultern nicht hochziehen, die sind hinten unten, Rücken ist gerade. Halten, halten, atmen nicht vergessen. Dann die Arme hier vorne überkreuzen, rund machen, Kopf runter machen, auch ein Stück. Ganz entspannt die Dehnung genießen. Wieder aufrichten und mit den Armen schlenkern. So lockern wir den Schulterbereich ein bisschen auf. Machen wir noch einmal, dann habt ihr es für heute geschafft. Arme hoch. Nach hinten drücken, feste, feste Schulterblätter küssen sich und dann halten, die Arme vor der Brust kreuzen, ganz rund machen, ganz entspannt, Rücken rund machen, Kopf hängen lassen, muss richtig bequem sein. Und dann richten wir uns wieder auf, lassen die Arme fallen und dann schlenkern wir wieder. Es waren jetzt größtenteils ganz einfache Übungen, aber sie sind trotzdem immer effektiv. Bleibt dabei und guckt einfach immer wieder auf meinem Kanal. Ich habe Minimum 2 Videos pro Woche, meistens Mittwoch und Sonntags. Und ansonsten unter der Zeit dann täglich so eine einminütige Übung. Kurz nochmal lockern. Das war's für heute. Tschüss.